Ja, Hallo, alle willkommen und herzlich willkommen heute zu unserem Spezialwebinar mit dem guten Herrn Martin Görsch und Trading View und Futures. Um, für die, die mich noch nicht kennen oder mich bereits kennengelernt haben, ich bin die Tamara, ich bin die deutsche Managerin. Für den deutschsprachigen Markt bin ich zuständig und heute machen wir ein Spezialwebinar, was für die Futures und über Trading View um, sich handeln wird. Dazu wird der Martin euch dann gleich noch einige Sachen erklären. Nur kurz für den Risikohinweis. Bitte lest ihn euch kurz durch. Das ist nicht als Anlageberatung gedacht, sondern nur für Informations- und äh, ähm, Informationszwecken. Habt's in eine Minute zum Durchlesen. Ähm, in der Zwischenzeit, Martin, bist du auch schon da? Aber natürlich. So. Dann wünsche ich dir und äh, den ganzen äh, gerne Zuschauern von Zoom hier viel Spaß mit diesem Spezial-Webinar von, äh, von dir für die Futures mit Trading View inbezogen, was ähm, die Kunden da alles machen können. Und ja, ich bin da, falls was sein sollte. Prima. Ja, dann äh, liebe Tamara, vielen Dank für die Einführung. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Also Thema heute, die Tamara hat es gerade schon gesagt, Futures Handeln mit TradingView. Ich werde mal so ein bisschen vorstellen, was wir denn bei äh, Tickmail überhaupt alles an Futures traden können. Wir ein paar Worte darüber verlieren, worauf man achten sollte, wenn man diese Futures tradet. Werden ähm, werde auch ein paar grundsätzliche Informationen dazu weitergeben. Und dann werden wir uns natürlich auch die TradingView-Plattform ganz genau anschauen. Um, und äh, da werde ich euch dann auch im Prinzip mal zeigen, wie ihr äh, auf dieser Plattform ganz einfach und ganz simpel traden könnt, wie ihr eure Trades hinterlegen könnt äh, mit Stops, mit Zielen. Also im Prinzip alles das, was hier wichtig ist. Um, ja, die Tamara hat es gerade schon gesagt. Das ist natürlich, weil wir hier auch auf die Live-Charts schauen. Ja, keine äh, Anlageberatung, keine Kaufen, Verkaufen oder Halten-Empfehlung für irgendwelche Finanzprodukte, sondern das ist rein zu Informationszwecken gedacht. Und ich hoffe sehr, dass euch dieses Webinar ein bisschen weiterbringt und würde mich auch freuen, wenn ich den ein oder anderen damit tatsächlich so ein bisschen an die Futures ranführen könnte. Ja. Denn äh, der Bereich äh, Futures mit TradingView ist natürlich insbesondere deswegen ganz, äh, ganz toll und äh, ganz wichtig auch, weil wir natürlich hier, äh, ich werde gerade mal kurz noch bei... So, bei Zoom den Bildschirm freigeben und dann haben wir jetzt hier auch alles so, wie es sein muss. Ähm, großer Vorteil bei TradingView ist, dass wir hier nicht nur eine reine Chart-Plattform oder eine reine Handelsplattform haben, sondern wir haben im Prinzip damit zusammen noch eine komplette Trading-Community, ähm, der man sich hier sehr einfach im Prinzip anschließen kann. Ähm, Dazu werden wir gleich noch mal auf die Plattform gehen. Dann werde ich euch das mal so ein bisschen im Groben zeigen, aber da könnt ihr euch auch immer Analysen äh, reinholen von anderen, ähm, von anderen Tradern, von anderen Nutzern der Plattform. Ihr äh, könnt euch Handelsideen da raussuchen und könnt dann überlegen, was ihr dann mit euren eigenen Accounts da am Ende umsetzen wollt. Also das ist eine ganz schöne Geschichte. Ähm, so eine große Community ist auch immer toll für den ganzen Bereich Hilfe und Fragen, die man vielleicht hat. Also auch dafür ist das sehr, sehr gut nutzbar. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Martin Gersch ist mein Name. Ich bin seit vielen Jahren Trader und Portfolio Manager, habe mehrere Ansätze, die ich trade. Zum einen im Bereich Futures, so ein bisschen im Swing Trading, dem Bereich Rohstoffe und Währungen. Im Intraday-Handel bin ich eher dann so in den Indizes unterwegs, also den DAX, den Eurostocks natürlich und äh, die großen US-Indizes, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, was man eben so alles äh, sauber traden kann. Ähm, das ist der eine Part. Der zweite Part, den ich mache, ist natürlich der ganze Aktienbereich, also Einzelaktien sowohl im Bereich Investment als auch im Bereich Trading. Ähm, und äh, auch dafür ist TradingView im Übrigen hervorragend geeignet weil man da auch die ganzen äh, Kursdaten kriegt von den Einzelaktien. Das heißt, wenn ihr hier so einen TradingView-Account äh, eröffnet, der Basis-Account ist kostenlos und ihr kriegt tatsächlich über äh, Tickmill noch bis Ende Juni die Pro-Version kostenlos. Ja? Und äh, Tickmill übernimmt dafür euch sogar äh, die, die CME-Fee und die CQG-Connection-Fee. CQG ist am Ende der Clearer, über den dann eure Futures Trades laufen. Und da könnt ihr im Prinzip hier na, so locker 30 Dollar im Monat noch sparen. Und zwar bis Ende Juni gilt das Programm noch. Das heißt, jeder, der sich jetzt dazu entscheidet, hier noch ein, ein Futures-Konto bei Tickmill zu eröffnen, der kann eben diese 30 Dollar bis Ende Juni, also bis Mitte des Jahres locker. Sparen und bis dahin kann man sich das Ganze natürlich mal ganz schön anschauen, kann das alles mal ausprobieren und kann sich gut überlegen, ob man ja das weiterführen möchte oder nicht. Ich gehe davon aus, jeder, der sich hier einmal eingearbeitet hat, wird das auch weiterführen und dann seht ihr hier auch gleich, was euch dann am Ende an Kosten entstehen. Das ist eine sehr, sehr günstige Art und Weise zu traden. Also, TradingView ist eine äußerst günstige Plattform. Und auch diese 10 Dollar ähm, Connection Fee und die 3 Dollar für die CMI. Das ist wirklich ein Schnapper. Und von daher äh, ist das etwas, was sich eben sehr, sehr gut auch mit kleineren Konten hier eignet. Ja, also ähm, das ist eben so mein Bereich, der ganze Trading-Bereich. Und ich arbeite da extrem viel mit TradingView. Ich äh, mache das Ganze Vollzeit seit 2005, das heißt seit über 15 Jahren inzwischen. Und ähm, habe dann vor ungefähr zehn Jahren auch noch mit dem ganzen Bereich Coaching so ein bisschen angefangen. Den Einzelcoaching-Bereich habe ich stark zurückgefahren, weil mir das irgendwann einfach zu viel Zeit genommen hat. Ich bin jetzt mehr so in dem Bereich Seminare und natürlich Traden unterwegs. Seminare mache ich vielleicht so zweimal, dreimal im Jahr über ein Wochenende. Das ist der Bereich Schulung, den ich noch drin habe. Und der Rest ist bei mir tatsächlich Handel, Eigenhandel, auch als Händler für eine Schweizer Vermögensverwaltung. Ja, und hin und wieder schreibe ich halt auch mal einen Fachartikel. Und ähm, das wollen wir nicht vergessen. Ja, ich bin hier als äh, Futures-Experte und Analyst bei Tickmill. Ähm, da zeige ich auch gleich noch den Link zu der Sendung, die wir da immer haben. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag um 14 Uhr machen wir hier eine etwas ausführlichere äh, Futures-Analyse-Sendung. Okay. So, jetzt sind wahrscheinlich einige dabei, die diese, diese Standardgeschichten äh, kennen. Ja, Futures Trading ist nur was für große Konten, da muss man schon mindestens sechsstellig sein, ja unter 100.000 Dollar brauchen wir im Futures-Bereich gar nicht anfangen. So war das tatsächlich früher. Das war zu den Zeiten, als es nur die großen Futures gab. Inzwischen gibt es mehrere Abstufungen an Größen. Und damit ist diese Geschichte, dass sich Futures-Trading nur für große Konten eignet, komplett hinfällig. Also Futures sind etwas, was sich inzwischen mit jeder Kontogröße mehr oder weniger gut umsetzen lässt. Dadurch, dass wir sogenannte Mikrokontrakte hier auch zur Verfügung gestellt bekommen. Und da will ich nur mal so einen kleinen Überblick geben über das, was bei Tickmill hier auch handelbar ist und das, was man eben da an diesen Märkten so bewegen kann. Und dafür schauen wir uns erstmal kurz an, was Futures überhaupt sind. Also, Futures sind sogenannte Termingeschäfte, Terminkontrakte. Und Futures beziehen sich immer auf einen Basiswert, das sogenannte Underlying. Ja, das kann alles Mögliche sein. Das können äh, Rohstoffe sein, das können äh, Währungen sein, das können ähm, Indizes sein. Es gibt inzwischen sogar auch schon Futures auf Einzelaktien. Das würde ich nicht unbedingt empfehlen, ähm, gerade für private Händler nicht. Aber der gesamte Bereich Rohstoffe, Währungen und Indizes und auch Anleihen lässt sich ganz, ganz hervorragend inzwischen mit den Futures umsetzen und da eben in vielen Bereichen auch mit den Mini- oder sogar Mikro-Futures. Ähm, diese Futures haben immer eine begrenzte Laufzeit und das ist jetzt der große Unterschied, wenn man aus dem Bereich CFDs kommt ja, oder äh, vielleicht so Knockout-Zertifikate bisher gehandelt hat. Dann ist das etwas, ähm, wo man sich dran gewöhnen muss, nämlich dass eben diese Futures immer nur eine, eine bestimmte Laufzeit haben. Im Sinne von, ähm, ja, irgendwann ist dieser Kontrakt dann fällig, nennt sich das. Und vor Fälligkeit müssen Positionen, die in diesem äh, entsprechenden Markt aufgebaut worden sind, auch wieder geschlossen werden. Wenn man dann in dem Basiswert ähm, investiert bleiben möchte oder einen Swing-Trade vielleicht offen halten möchte, dann muss man diese Futures rollen. Das heißt, man schließt den aktuellen Kontrakt und öffnet einfach einen Trade äh, in dem nächsten Kontrakt. Ja, dazu gucken wir uns da gleich mal ein bisschen an, wo man das Ganze findet, wo man die Laufzeiten findet der Futures und wie man damit am besten auch umgeht. Aber das ist erstmal zu wichtig zu wissen, dass Futures immer nur eine begrenzte Laufzeit haben und eben nicht wie ein, ein CFD oder wie eine Aktie äh, endlos gehalten werden können. Ja, irgendwann werden die automatisch geschlossen. Ähm, diese äh, Handelsprodukte haben einen Hebel, ja, das ist also ein sogenannter Margin-Handel, den wir da vollziehen. Das bedeutet am Ende aber nichts anderes, als dass man. Beim Broker nicht das komplette Kapital hinterlegen muss, was man bewegen möchte. Nehmen wir an, ja, man möchte eine Aktie kaufen, die aktuell 120 Dollar kostet und man möchte jetzt 10 Aktien kaufen, dann muss man 1200 Dollar dafür auf dem Konto haben und muss diese 1200 Dollar dann auch komplett hinterlegen. Wer jetzt schon mal mit CFDs gehandelt hat, der kennt im Prinzip diesen margin schon. Da sieht das Ganze dann so aus, dass man da vielleicht eine Margin hat von 20%. Je nachdem, was es für Produkte sind, ja, zum Teil auch nur 10% oder 25%, das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber nehmen wir mal an, man würde jetzt so eine Aktie handeln mit einer Margin von 20%. Dann müsste man eben für diese Positionsgröße 1200 Dollar eben nicht die ganzen 1200 Dollar hinterlegen, sondern eben nur 20% davon. Ja, und 20 wären also 240 dollar das hat den vorteil dass wir unser kapital einfach besser verwenden können also dass wir die möglichkeit haben mehr geld zu bewegen als das was wir eigentlich auf dem konto haben und dadurch entsteht dieser hebel ja, jetzt muss man aber immer berücksichtigen dieser hebel der wirkt in beide richtungen der wirkt also sowohl in die positive als auch in die negative richtung wenn also dann ein Trade schief geht, dann verliert man natürlich auch gehebelt äh, das Kapital. Ja. Ein weiterer Vorteil bei Futures im Vergleich zum Beispiel zum, äh, zum CFD ist, äh, dass Futures sehr streng reguliert werden und eben komplett über eine bestimmte Börse gehandelt werden. Ich sage mal, ein Großteil der Produkte, die wir uns jetzt hier anschauen, werden über die CMI gehandelt. Das ist die Chicago Merchantile Exchange. Und ähm, das hat den großen Vorteil, dass alle Orders, die, ähm, die reinkommen für einen entsprechenden Kontrakt, über diese Börse abgewickelt werden. Ähm, beim CFD ist es so, der Broker ist am Ende der Market Maker, der Broker stellt die Kurse, ja, und der Broker sieht eben auch nur, was auf seiner eigenen Plattform los ist. Und wenn euch jetzt im Bereich der CFDs irgendwo ein Volumen zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird, dann ist dieses Volumen nur das, was auf der Plattform des Brokers umgesetzt wird normalerweise. Ein Volumen aus dem Future ist was ganz anderes. Ein Volumen aus dem Future zeigt tatsächlich die Gesamtvolumina, die auf der ganzen Welt momentan für diese Produkte reinkommen und die eben abgehandelt werden. Und damit haben wir da eine sehr, sehr saubere Anzeige von Volumendaten die man nachher auch extrem gut nutzen kann. Ja, das werde ich auch gleich in den Charts noch zeigen, wie man sich das einstellt und wie man das nutzen kann. Aber das ist natürlich ein Riesenvorteil, den wir hier an der Futures-Börse haben. Und am Ende ist es halt auch so, es ist ein sehr streng regulierter Handel. Das heißt, jede Order, die da reinkommt, die kriegt ein Order-Ticket. Und es ist genau festgelegt, genau hinterlegt, zu welcher Uhrzeit ist die reingegangen, wie viele Orders lagen da vorher schon auf diesem Preis. Und da hat man quasi eine Ausführungsgarantie, dass man zu dem möglichen Kurs ausgeführt wird. Ja, weil hier geht es wirklich nur um Angebot und Nachfrage. Es werden Orders gematcht, die reinkommen. Und es gibt eben keine Emittentenseite oder keine Brokerseite, die irgendwo Kurse stellt und dann eben, ja, Kontrakte da aufs eigene Buch nimmt. Das gibt es bei den Futures alles nicht. Ja, also Futures sind so ziemlich der sauberste und der regulierteste Handel, den man überhaupt äh, am Markt bekommen kann. Ja, so und diese Produkte, die werden jetzt verwendet, entweder zur Spekulation, das ist das, was wir machen, wenn wir als äh, ganz normale Trader eben. Trades in den Futures aufbauen, in bestimmten Produkten long gehen, in anderen Produkten short gehen, dann spekulieren wir immer auf die Preisveränderung und versuchen natürlich über diese Preisveränderung dann entsprechend auch was zu verdienen. Eine andere Variante, wofür man Futures noch benutzen kann, ist das Hedging. Hedging bedeutet so viel wie Absicherung. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Aktienportfolio hat in der Größenordnung von 50.000, 60.000 Dollar, und man rechnet jetzt mit einer Korrektur am Markt, dann könnte man sich relativ einfach ausrechnen, wie viele Mini- oder Micro-Futures auf den S&P 500 zum Beispiel, man jetzt Short gehen müsste, um dieses Depot abzuhedgen. Ja, und dann kann man da noch unterscheiden, kann noch einteilen, ob man 25% oder 50% oder das gesamte Depot hedgen will. Und dann kann man sich quasi gegen diese Kursschwankungen relativ einfach über die Verwendung von Futures äh, absichern, weil wir eben mit diesen Futures sehr einfach in die Long-Richtung oder die Short-Richtung traden können. Das macht hier überhaupt keinen Unterschied. Das ist ein bisschen anders als bei Aktien. Ja, wenn man jetzt der Meinung ist, äh, die Facebook-Aktie, die, Facebook -Aktie, die sollte, äh, müsste jetzt eigentlich weiter fallen, ja, dann kann man natürlich irgendwie, wenn man einen hochprofessionellen Broker hat, versuchen, solche Aktien leer zu verkaufen. Das ist zum Teil relativ teuer, weil da eine hohe Leihgebühr für entsteht und so. Und das haben wir im Future-Bereich alles nicht. Im Future kann man ganz einfach, genau wie bei einem CFD, entweder auf Kaufen oder auf Verkaufen drücken und ist damit am Ende dann entweder Long oder Short. So. Schauen wir uns das Ganze mal kurz ein bisschen an, wie das im Bereich der Futures aussieht. Da haben wir zum Beispiel den Bereich Indizes. Da habe ich jetzt hier einfach mal die vier großen US-Indizes rausgenommen. Das ist der SP 500, der Dow Jones 30, der Nasdaq 100 und der Russell 2000. Das sind so die typischen vier Indizes, die in den USA getradet werden. Und da haben wir jetzt in der oberen Tabelle dargestellt die klassischen Mini-Futures, die, die man typischerweise früher eigentlich immer gehandelt hat und da sehen wir zum Beispiel beim S&P 500, dass dieser Mini Future einen Punktwert hat von 50 Dollar. Ja, das macht bei einem Indexstand von 4.400 Punkten ähm, einen Kontraktwert von 220.000 Dollar. Diesen Kontraktwert, den kriegt ihr immer raus, indem ihr den Punktestand mal den Punktewert multipliziert. Ja. Ähm, also, Kontraktwert 220.000 Dollar. Wenn wir jetzt mal schauen, was wir um einen Kontrakt im SP 500 hinterlegen müssen, um den zu traden, dann sind das ungefähr 12.000 Dollar. So, und da sind wir jetzt im Bereich der Margin und im Bereich des Hebels. Also, diese 12.000 Dollar, die muss man auf dem Konto haben, um einen SP Mini Future kaufen oder verkaufen zu können. Das heißt, wir bewegen mit 12.000 Dollar, die wir auf dem Konto haben, bewegen wir tatsächlich 220.000 Dollar im Markt. Und darüber kann man sich jetzt sehr einfach den Hebel ausrechnen. Und der Hebel von dem S&P 500 bei einem Punktestand von 4.400 Punkten liegt bei 18 ungefähr. Ja, das ist ein recht sportlicher Hebel. Ähm, wer sich äh, im Bereich der Zertifikate, Knockout-Zertifikate oder so oder auch Optionsscheine schon mal umgetan hat, der weiß, dass also ein 18er Hebel nicht von schlechten Eltern ist. Und da kriegen wir also eine sehr hohe, man nennt das Leverage, ja, einen sehr hohen äh, Wirkungsgrad im Prinzip der Produkte, die wir da traden können. So, jetzt ist natürlich nicht jeder in der Lage, 12.000 Dollar äh, hinterlegen zu können. Und es möchte auch nicht jeder 50 Dollar Risiko auf einen SP-Punkt haben. Ja, wenn, gerade wenn man kleine Konten tradet, dann ist das schlicht und ergreifend nicht möglich. Ja, nehmen wir an, wir haben ein 20.000-Dollar-Konto, 20 äh, dann wird das schon echt eng. Dann haben wir am Ende viel zu große Risiken für, unser, für unsere Kontogröße, ähm, wenn wir hier mit einem Mini-Kontrakt arbeiten müssen. Und deswegen hat die CMI vor einiger Zeit diese Mikrokontrakte äh, entwickelt. Und diese Mikrokontrakte, die erfreuen sich so großer Beliebtheit, dass da immer mehr Produkte dazukommen. Ja, das fing hier an mit den. Äh, weil mit den Indizes, ja, es gibt inzwischen Mikrokontrakte auch noch auf ganz andere Märkte. Das schauen wir uns gleich noch an, was es da alles gibt. Und diese Mikrokontrakte, die haben typischerweise ein Zehntel des Minis in der Größe. Das heißt, wenn wir so einen Mini SP 500 haben, der hat einen Punktwert von 50 Dollar. Der Mikro SP hat schon nur noch einen Punktwert von 5 Dollar. Ja, ein Zehntel. Und dementsprechend bewegen wir damit halt auch keine 220.000 Dollar, sondern wir bewegen damit 22.000 Dollar und brauchen auch keine 12.000 Dollar, 12 Dollar Margin, sondern brauchen nur noch 1.200 Dollar Margin, können aber denselben Hebel benutzen. Ja. Und so kann man sich eben die verschiedenen Produkte hier anschauen. Dow Jones hat typischerweise 5 Dollar pro Punkt und im Mikrokontrakt dann eben 50 Cent. Im Nasdaq sind es 2 Dollar statt 20 Dollar und im Russell sind es 5 Dollar pro Punkt statt 50 Dollar pro Punkt. Ja, und wir sehen, die Hebel, die rangieren hier so zwischen 15 und 18 im Indexbereich. Das Ganze haben wir natürlich auch auf die wichtigen Rohstoffe. Sag mal, das, was am meisten gehandelt wird äh, im Rohstoffbereich, ist Gold und äh, WTI Crude Oil. Das sind die Kürzel im Future GC und CL und die gibt es jetzt eben genau wie die Indizes. ja Entweder als Standard Future oder als Micro Future. Und jetzt sehen wir, als Standard Future hat Gold hier einen Punktwert ups, hat Gold einen Punktwert von äh, 100 Dollar. Und der Mikro Gold hat einen Punktwert von 10 Dollar. Ja. Und genau das Gleiche haben wir eben für Crude Oil auch. Ja, und dann sehen wir auch, wir müssen hinterlegen für einen Crude Oil Mikrokontrakt knapp 500 Dollar und für ein Gold Mikrokontrakt knapp 1000 Dollar. So, und wenn ihr jetzt eine, eine Kontogröße habt von 4000, 5000 Dollar, dann könnt ihr da schon ganz vernünftig mit arbeiten. Aber eben nur dann, wenn ihr auch Mikrofutures handeln könnt. Ja, und die kriegen wir eben bei Tickmill hier alle zu recht günstigen Konditionen auch angeboten. So, zu guter Letzt haben wir das Ganze noch im Währungsbereich. Da habe ich jetzt auch mal die wichtigsten rausgezogen, die man so handeln kann. Das ist Euro-Dollar, britisch Pfund gegen US-Dollar, japanischen Yen und australischen Dollar. Mal, mal als Beispiel. Und da sehen wir wieder genau das Gleiche. Also wir haben im Euro im Standard-Future einen Punktwert von 125.000 Dollar. Und äh, haben im Mikrofuture einen Punktwert von 12.500 Dollar. Das heißt, äh, das macht einen Tickwert von einem Dollar 25. Also ein Tick Veränderung im Euro-Dollar hat einen Wert von 1,25 Dollar. Ja. Ähm, das ist relativ wenig. Das sieht man auch schon daran, wie gering die äh, Margin-Leistungen hier ausfallen. Also für diese Mikrokontrakte. Da haben wir hier gerade mal so zwischen 200 und 240 Dollar, die wir hier an Margin hinterlegen müssen. Das ist ähm, relativ wenig. Und das ist natürlich deswegen wenig, weil die Kontrakte auch ziemlich klein sind. Ja, und ähm, damit hat sich im Prinzip sogar der Forex-Handel äh, erledigt. Den brauchen wir gar nicht mehr unbedingt. Es sei denn, man möchte jetzt die sogenannten Cross-Currencies handeln. Also vielleicht einen australischen Dollar gegen japanischen Yen oder so. Das geht halt nur im Forex-Bereich. Aber für die großen ähm, Major Currencies gibt es eben diese Futures. Und äh, da gibt es eben auch noch welche auf dem äh, kanadischen Dollar, auf den Schweizer Franken. Ja, also alles, was es an großen äh, Währungspaaren gibt, kriegen wir hier eben auch im Future-Bereich. Ähm, okay. Das, wovon ich vorhin gesprochen habe, ja, diese Futures und Options Trading Masterclass, die haben wir jeden Dienstag und Donnerstag von äh, um 14 Uhr. Also wer das noch nicht kennt, kann sich hier gerne mal unter tickmillcouk äh, education webinars das Ganze anschauen. Da kann man sich dafür anmelden. Ist kostenlos, gibt es jeden Dienstag und jeden Donnerstag äh, zweimal eine Stunde Marktanalysen. Und das, was wir dann da machen, ist, dass wir natürlich in die Live-Märkte reingehen und ähm, schauen uns an, wie hier die aktuellen Situationen am Markt sind. So und heute ähm, sehen wir ähm, ja, DAX schon 1,6 Prozent vorne hier der Future. Ähm, da könnten wir jetzt in die Analyse reingehen. Das will ich erstmal nicht unbedingt, sondern ich möchte einfach erstmal kurz die Trading View Plattform zeigen. Also, wenn dazu jetzt irgendwelche Fragen sind, ja, dann gerne rein in den Chat. Ich habe die Chatfelder hier offen und würde auch entsprechend direkt hier antworten, wenn es denn offene Fragen gibt. Also, Ticken, der Future-Bereich hier ist so aufgebaut, dass wir auf der rechten Seite hier oben den ja, im Prinzip die, die Watchlist haben, ja, so eine Watchlist kann man sich hier beliebig groß hinterlegen und kann im Prinzip alles da reinpacken, was einen interessiert. Ich habe jetzt hier mal die ganzen Märkte drin, die hier ähm, bei Tickmill für den Futures-Handel angeboten werden. Und da sehen wir, da sind auch Dinge bei wie ähm, Sojabohnen und ähm, Weizen und Mais, ja, also auch diese Grain-Produkte kriegen wir hier. Dann ähm, haben wir eben diesen gesamten Währungsbereich hier als Mikrokontrakte. Die Rohstoffe hier, ähm, Crude Oil, Gold, Silber, das sind die Mikrokontrakte aus dem Rohstoffbereich. Und wir haben hier oben den Bereich der ganzen Indizes. Ja, da sind jetzt die US-Indizes hier oben. <laughs> Dann haben wir hier den Mikro-DAX und ähm, tatsächlich auch den mikro -Euro Ähm. So, das, was wir hier immer sehen in den in den Zeilen, das ist immer der letztgehandelte Kurs. Dann sehen wir hier die Änderung über den Tag in Punkten und wir sehen hier die Änderung über den Tag in Prozent. Ja, also damit kriegt man hier immer schon mal einen ganz, ganz schnellen Überblick über die einzelnen Märkte. Wir sehen, heute sieht alles recht positiv aus. Ja, wir haben hier quasi nur grüne Veränderungen, außer Silber. Silber ist im Moment hier negativ. Der ganze Rest ist positiv. Sieht also hier stark nach Risk-On aus. Auch die ganzen Währungen gewinnen gegenüber dem US-Dollar. Und das heißt am Ende auch immer, ja, schwacher Dollar. Das ist quasi ein Risk-On-Modus. Und das sehen wir hier auch sehr eindrucksvoll im Moment an den Märkten. Ja, S&P über ein Prozent vorne, Nasdaq über ein Prozent. Der Russell hier sogar anderthalb Prozent. Und DAX und Eurostox eben auch 1,6 und 1,7 Prozent. So, dann haben wir hier... Auf der rechten Seite verschiedene Dinge. Wir können hier Alarme hinterlegen. Wir haben hier einen Nachrichten-Tab. Ja, wenn man da drauf geht, dann kriegt man hier immer die aktuellen Nachrichten. Alles das, was in der letzten Zeit reingekommen ist, passend zu dem Produkt, was man hier ausgewählt hat. Dann haben wir hier ein Datenfenster. In diesem Datenfenster können wir uns genau nochmal anschauen, wie die einzelnen... Wie die einzelnen Kontrakte hier im Moment performen. Da sehen wir also genau hier Open, High, Low, Close, die Änderung des Tages. Dann sehen wir die einzelnen Indikatoren, die hier eingestellt sind. Das sind immer die Indikatoren, die wir hier hinterlegt haben. Ja, sieht man dann, Stochastik wird angezeigt, RSI und Gersch-Trend ist mein eigener Trendindikator, den ich sehr, sehr viel benutze. Das haben wir hier alles im Bereich des Datenfensters. Dann haben wir hier äh, sogenannte Hotlisten, ja, die werden automatisch hier reingespielt. Da sehen wir also hier prozentuale Gewinner und äh, Verlierer momentan ähm, aus den Aktienmärkten. Ja, da wird also auch ähm, hier einiges reingebracht, wo man auch dann quasi mehr oder weniger äh, automatisch ganz gute Trading-Ideen auch mitgeteilt kriegt. Ja, das läuft also vollautomatisch über die Hotlisten hier von TradingView. Wir haben einen Kalender hier drin. In diesem Kalender sehen wir immer alles, was in, in dem, äh, im laufenden Tag für die einzelnen Märkte hier wichtig ist. Das ist auch eine ganz tolle Funktion. Und äh, hier haben wir noch einen, einen Button, wo man seine eigenen Ideen hinterlegen kann. Dann gibt es hier ein äh, Chatfenster, öffentliche Unterhaltung. Das sind also ähm, äh, Beiträge, die eben aus dieser großen Trading View Community kommen. Na, ähm, da, ihr seht das ja, hier sind also wirklich die verschiedensten äh, Trading-Signale hinterlegt, Analysen, Ideen, die hier veröffentlicht werden. Ähm, da kann man sich also, wenn man möchte, auch gerne dran beteiligen. Dann habt ihr hier immer noch ein Feld private Unterhaltung. Da ist also alles das drin, was ihr äh, direkt mit anderen Usern austauscht. Ähm, Ideen-Stream haben wir hier drin. Ja, da könnt ihr dann äh, direkt in diese einzelnen äh, Trade-Ideen reingehen. <laughs> ja. Immer das, was als Trade-Idee neu, äh, als neuestes veröffentlicht worden ist. Na, sehen wir hier vor vier Stunden von Wall Street Intelligence und so weiter. Dann haben wir hier ein Feld mit Benachrichtigungen. Ne? Order Panel. Im Order Panel, da können wir dann. Ähm, äh, Ah, okay, ich bin auf dem falschen Kontrakt. Und da können wir dann hier auf die entsprechenden Monatskontrakte gehen. So, und dann können wir uns hier äh, das Order-Panel reinholen. Ja, und dann hat man also die Möglichkeit, ähm, hier entweder übers Order-Panel zu ordern, oder man kann auch direkt über den Chart handeln. Ja, das, ähm, ich zeige das gleich nochmal ein bisschen ausführlicher wie das Ganze funktioniert, denn da müsst ihr im Future-Bereich eben immer aufpassen, dass ihr den äh, richtigen Kontrakt hier auch geöffnet habt. Das zeige ich gleich nochmal in Ruhe. Jo, und äh, dann haben wir hier noch den äh, Dome und im Dome, ja, ich habe hier nur Level 1 Daten, wenn man die Level 2 Daten noch drin hat, dann sieht man hier auch im Dome, wie viele Kontrakte hier liegen und ähm, kann das Ganze dann äh, entsprechend auch über den Dome handeln, wenn man denn möchte. Ja, ich mache das nicht, aber es gibt einige Trader, die sehr gerne auch über den Dom handeln. Also es ist im Prinzip eine ähm, ne voll funktionale Plattform. Um, und äh, ja, ich zeige euch jetzt einfach mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Also ich bin hier jetzt schon verbunden mit äh, Tickmill. Ähm, ich zeige euch einmal kurz, wo ihr das findet. Ich gehe hier einfach mal in einem anderen Browser in die TradingView-Plattform, damit ihr auch einmal seht, wie ihr das ganze, äh, wie ihr das ganze im Prinzip so euch öffnen könnt. Also ja, so sieht das aus, wenn ihr auf die TradingView-Seite geht. Hier ist jetzt niemand angemeldet. Normalerweise, wenn ihr angemeldet seid, dann ist direkt euer Profil hier hinterlegt und dann kommt ihr in die Sachen rein. Also, ähm, ihr müsst dann hier einfach in den Bereich Chart klicken. Wenn ihr auf den Bereich Chart klickt, dann macht sich typischerweise immer die Apple-Aktie als erstes auf und so sieht TradingView aus, wenn ihr das äh, standardmäßig öffnet und habt noch keinen Benutzer-Key ähm, oder habt euch noch nicht registriert. Ihr könnt euch hier registrieren. Diese Registrierung ist kostenlos. Und dann habt ihr quasi die Basisversion. Also das, was ihr jetzt hier seht, das bekommt ihr komplett alles kostenlos von, von TradingView. Also ihr habt hier eine, eine vollfunktionale funktionale Chartplattform, die eben nicht nur für Futures funktioniert, die funktioniert für Aktien, für Forex-Werte, für alles, was ihr haben wollt. Ja, hier Euro-Dollar können wir uns reinholen. Jetzt kommen hier natürlich immer noch die ganzen Tipps, weil das quasi neu ist. Dann könnt ihr euch das hier einmal gratis testen. Ähm, habt ihr also auch die Möglichkeit, äh, euch das Ganze kostenlos anzuschauen. Die Kurse, die hier reinkommen, ja die sind ähm, von dem früheren BATX, hieß die Börse, die hat den Namen gewechselt, ich weiß nicht genau, wie sie jetzt heißt, aber das sind Realtime-Kurse, die hier reinkommen. Ähm, auch für die, für die äh, US-Aktien habt ihr hier Realtime-Kurse. Die kommen jetzt nicht von der Hauptbörse, die kommen nicht von der Nice oder von der Nasdaq, sondern die kommen von dieser BATX. Das ist eine kleinere Börse aber die liquiden Werte, na, wie eine, eine Apple oder eine Tesla, da kriegt ihr hier mit hoher Wahrscheinlichkeit genau die Kurse, die gerade aktuell sind. Und wenn ihr jetzt ähm, ein Tickmill-Konto habt und möchtet dieses Tickmill-Konto mit TradingView verbinden, dann geht das hier über den Punkt Trading Panel und dann klickt ihr hier unten auf diese drei Punkte, alle verfügbaren Broker anzeigen. Und wenn wir jetzt hier runter runterscrollen, dann sehen wir, hier unten steht Tickmill. Und dann könnt ihr euch einfach hier verbinden. Und wenn ihr auf Verbinden klickt, dann müsst ihr eure CQG-Zugangsdaten eingeben. Also dann ihr bekommt von, von Tickmill, wenn ihr da ein Konto eröffnet, sagt ihr möchtet gerne über TradingView handeln, dann bekommt ihr da so ein CQG-Account. Und mit dem Usernamen aus dem CQG-Account und dem Passwort, was ihr da hinterlegt habt, könnt ihr euch dann hier direkt in die Plattform einloggen. Das Ganze sieht dann eben so aus. Ich habe das hier jetzt in der dunklen Variante. Das kann man umstellen, ob man das dunkel oder hell haben möchte. Na, hell ist das dann alles hier mit hellgrau unterlegt und dunkel ist es eben alles ein bisschen, äh, ein bisschen dunkler. Ich finde, so wirft es den Fokus mehr auf den hellen Chart und deswegen finde ich das für mich immer so ganz nett. So, und wenn ihr dann verbunden seid, dann seht ihr hier unten, ja, tickmill Live. Und dann habt ihr hier unten eine Trading-Konsole. Und diese Trading-Konsole, die kann man hier einblenden und ausblenden. Dann seht ihr hier immer direkt, was an offenen Positionen offen ist. Habt hier eure Orders, ähm, habt ihr den Verlauf eurer Positionen, eine Kontoübersicht, ein Handelsprotokoll. Also alles ganz, ganz übersichtlich gemacht. Ihr seht sofort, was ist offen, was habt ihr an Profit und Loss offen ähm, und ähm, was, was ist eure Kontogröße und so weiter. Ja, also das könnt ihr alles sehr, sehr einfach hier direkt ähm, verbinden. Jetzt gibt es eine Besonderheit, die sehr wichtig ist. Wenn ihr im, im Future-Bereich ähm, arbeitet, dann hatten wir ja gerade schon gesagt, ein Future hat immer nur eine bestimmte Laufzeit. Jetzt wollt ihr aber gerne mit Endloskontrakten arbeiten. Also wenn wir hier jetzt mal auf den Wochenchart gehen vom SP 500, ich gehe mal auf den Großen, der hat eine noch längere Historie. Also, so ja, dann dann wollen wir ja im Prinzip alles was was an Kursen hier gelaufen ist, wollen wir ja nach Möglichkeit auch auf dem Chart sehen, damit wir hier auch vernünftige Analysen machen können. Und jetzt seht ihr, ihr habt hier seit 1998 im Prinzip die Kurse aus dem S&P 500 Future. Das funktioniert aber nur <laughs> indem hier verschiedene Laufzeiten automatisch aneinander gereiht werden. Also, ähm bei den äh, Index Futures ist es so, dass die Laufzeit typischerweise drei Monate beträgt, also immer ein Vierteljahr. Alle drei Monate müssen diese Futures gerollt werden. Und das könnt ihr euch ganz gut äh, anschauen, immer auf der entsprechenden Seite der CMI. Wenn wir also hier einfach mal in den E-Mini SP 500 gehen, ich habe jetzt hier mal den Mikro offen, Micro E-Mini SP 500. Ähm, dann sehen wir hier, da gibt es einen Märzkontrakt, es gibt einen Juni-Kontrakt, einen September-Kontrakt und einen Dezember-Kontrakt. Das sind die vier Kontrakte für dieses Jahr. Und wenn wir das jetzt mal aktualisieren, ja, dann sehen wir hier auch, was an Volumen abgehandelt worden ist. Und da sehen wir, im Märzkontrakt sind heute hier schon 114.000 Kontrakte abgearbeitet worden. Und dem Juni-Kontrakt erst 349. Und so könnt ihr als, als Händler immer sehr leicht feststellen, was denn der richtige Kontrakt, also was denn die richtige Laufzeit für euch wäre, für dieses Produkt, was ihr hier handeln wollt. Und hier ist es ganz klar, ja, mit 114.000 Kontrakten wollen wir natürlich den, man nennt das den liquidesten Kontrakt handeln. Und das wäre im Moment der März-Kontrakt. Und hier sehen wir eben auch, der heißt MES. H2. H steht für März und 2 steht für 2022. Das wäre der richtige Kontrakt hier für den äh, mikro Future. Und wenn wir da jetzt noch mal in die Plattform reingehen und gehen jetzt hier oben auf den auf den Micro Future, ja, da seht ihr der Kursverlauf. Der sieht genauso aus wie vom großen Future. Ähm, das einzige, was sich hier halt äh, anpasst, ist die Kontraktgröße, mit der jeder arbeitet. Die ist eben entsprechend kleiner. Und ähm, äh, wenn ihr jetzt einen, einen Trade aufsetzen wollt, dann habt ihr das ja gerade schon gesehen. Wenn ich jetzt hier auf Trading Panel gehe, dann steht hier kein handelbares Symbol. Sie können das Symbol bei TradingView nicht mit Tickmill handeln. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Das ist, weil wir hier einen sogenannten Endlos-Kontrakt hinterlegt haben. Ein Endlos-Kontrakt, der eben so lange wie es Historie gibt für diesen Kurs oder für dieses Basisprodukt alles äh, an Kursdaten hier anzeigt den, den ihr traden wollt, ja, das ist ja der Märzkontrakt und den findet ihr, indem ihr ähm, hier oben in der Suche, ich nehme jetzt mal den großen S&P 500, weil den kleinen habe ich hier schon voreingestellt. Ich gehe jetzt einmal in den großen und wenn ihr jetzt den passenden Märzkontrakt dazu haben wollt, dann geht ihr hier oben aufs Plus für Symbol hinzufügen oder Macht in die Liste hier einen Rechtsklick mit Symbol hinzufügen. Und dann steht jetzt hier oben zufällig schon der ES. Wenn der hier nicht steht, dann gibt man das einfach ein. Dann haben wir hier ES. Dann kommt der E-Mini S P500. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, immer wenn da so ein, so ein Pfeil davor ist, dann heißt das, da gibt es noch ein Untermenü zum Aufklappen. Dann gehen wir hier rein und jetzt sehen wir, das ist der den wir uns hier gerade im Hintergrund anschauen. ES1 Ausrufezeichen ist das Kürzel für diesen Index. Und ES1 Ausrufezeichen heißt E-Mini SP500 Continuous Current Contract in Front. Das heißt, das ist der aktuelle Kurs vom liquidesten Kontrakt mit den ganzen Kursdaten der Vergangenheit äh, hintendran angehängt. Und den können wir nicht traden. Das, was wir traden können, sind immer die einzelnen Laufzeiten. Wir müssen uns jetzt entscheiden, wollen wir einen März-Kontrakt oder einen Juni-Kontrakt. Jetzt haben wir gerade auf der Seite der Börse gesehen, der März-Kontrakt ist der liquide, da ist viel los, im Juni-Kontrakt ist nicht viel los. Dementsprechend würden wir den März handeln wollen und nehmen uns den jetzt hier rein. Ja, und jetzt sehen wir hier unten steht der ESH20. Und wenn ich da jetzt drauf gehe, dann sehen wir, oh, der Kursverlauf sieht ganz anders aus. Ja, der sieht ganz anders aus als der hier. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Wir steigen hier ein mit dem ersten handelbaren Kurs von diesem Future. Und der war am, äh, im Dezember 2020. Den kann man erst seit Dezember 2020 handeln. Und wenn wir uns jetzt hier noch das äh, Volumen mal reinholen, das normale Standardvolumen. Ja, dann sehen wir, dass hier am Anfang überhaupt kein Umsatz war, da war überhaupt kein Volumen, da ist nichts gekauft und nichts verkauft worden in diesem Kontrakt. Und das Ganze fängt erst an hier im Dezember 21. Erst seit Dezember 21 hat dieser Kontrakt hier wirklich Volumen drauf. Und erst von da an ist die, der Kursverlauf auch sinnvoll und äh, nutzbar für uns. Alles, was hier vorher ist, ist für uns total unwichtig. Also das ist nicht der Kontrakt, auf dem ihr eure Analysen macht. Eure Analysen macht ihr immer auf dem Endloskontrakt. Da schaut ihr immer, was ist hier äh, äh, Ambach, ja, wo sind die Unterstützungen, wo sind Widerstände, womit kann man hier arbeiten? Und erst wenn ihr einen Trade reinlegen wollt, dann geht ihr auf den entsprechenden Märzkontrakt und legt dann über diese Variante hier eure Trades rein. So, das kann ich jetzt gleich noch mal zeigen. Also, das hier ist der SP 500, der Mikro im, äh, äh, im Continuous, also in der Komplettansicht mit Historie. Und wenn ich jetzt auf den Einzelnen gehe, ja, dann sehe ich, oh, okay, der fängt genau eben hier im Dezember 20 an. Das Volumen ist hier ab, äh, äh, ab Dezember 21 da. Na, und wir sind jetzt hier auf dem Wochenchart und ich sehe, dass ich hier eine laufende Position habe. So. Und ähm, dafür gehe ich jetzt hier nochmal in den Tageschart. Gucken wir uns das Ganze einmal im Fortlaufenden an. Das ist der, der Kontrakt, an dem ich meine Analysen mache. Und da habe ich halt gesehen, wir laufen hier im SP nach einer starken Aufwärtsbewegung in eine 2-, 3-Tage-Korrektur, in so eine schöne Bull Flag hier rein. Und dann haben wir gestern hier den Ausbruch aus der Bullflag gesehen. Und das ist im Prinzip das. Ja, was ich hier umgesetzt habe. Ich habe hier den Ausbruch aus der Flag antizipiert, ähm, habe die Long-Position genommen. Ja, und die läuft jetzt eben noch. So, und jetzt können wir diese Position sehr, sehr einfach äh, betreuen. Also wir haben hier oben immer die Möglichkeit, die Zeitebenen zu ändern. Das ist jetzt ein Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Ähm, So, ah, der Ronny hat hier gefragt zwischendurch, ob es in TradingView auch adjustierte Endloskontrakte gibt. Nein, äh, die gibt es meines Wissens nach hier nicht. Hier gibt es nur die Continuous, die fortlaufenden. Ja, back-adjusted ähm, oder adjustiert bedeutet dann, dass äh, eventuelle Rollgaps, also Kurslücken, die beim, beim Wechsel von einem Kontrakt zum anderen entstanden sind, dass die rausgerechnet werden. Ähm, das bedeutet im Prinzip ähm, äh, back adjusted aber da, die Möglichkeit haben wir hier eigentlich nicht. So, und wenn wir hier jetzt mal zum Beispiel auf den Stundenchart gehen, ja, und schauen einfach mal, wo sind denn hier die nächsten Ziellevel. Das hier ist das alte Hoch, ja, wir sind also hier schon sehr dicht am nächsten Ziel. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie ihr solche Positionen hier managen könnt. Also, ähm, ich könnte jetzt hier einfach einen Stop Loss nehmen, den kann ich irgendwo hinziehen, ja, hier unten. Äh, oder ich kann ihn auch äh, jetzt natürlich hier schon entsprechend in den Gewinn ziehen. Ja, das machen wir jetzt hier auch einfach mal. Wir sichern hier jetzt mal schon ein bisschen Profit ab und wir können hier auch ein Take Profit reinsetzen. Ja, und den Take Profit, den setze ich hier einfach mal aufs aktuelle Hoch. Ja, man kann es natürlich aber auch so machen, dass man sagt, ich möchte die Hälfte hier glattstellen. Dafür machen wir das Ganze mit dem Rechtsklick, gehen hier auf Trade und sagen Sell einen Kontrakt. 485 Limit und jetzt legt er uns das Ganze hier schon so, wie wir es gerade am Chart festgelegt haben, ins Orderfeld rein. Ja, und ähm, ich muss hier im Prinzip nichts anderes mehr machen, außer das Ganze auf Good Till Cancel stellen. Äh, leg hier die Order rein. Und jetzt habe ich hier für einen Kontrakt, ja, wenn der Markt hier oben hinläuft, habe ich jetzt meine, meine Verkaufsorder hier bei 4585 und den zweiten könnte ich dann versuchen, vielleicht für einen Ausbruch nach oben noch weiter zu betreuen. Und die Order, die können wir auch ganz einfach hier verändern, indem wir sagen hier, wir gehen jetzt einmal auf die 76, bearbeiten das Ganze. Und jetzt haben wir die Order da drin. Das heißt, wenn der SP jetzt hier auf 4576 Punkte läuft, dann wird ein Kontrakt glattgestellt und einer bleibt dann eben im Markt. So, ähm, das ist dieser Bereich. So, jetzt ist es natürlich so: Das ist für den Bereich der Futures im, in den Indizes haben wir gesagt, hier ist standardmäßig eine Laufzeit von äh, drei Monaten. Ja, das haben wir hier im DAX genauso. Das ist äh, der Endlos-Kontrakt für den Mikro-DAX. Das ist der, äh, die Darstellung, in der ich meine Analysen hier mache: Tageschart. Ja. Wenn wir uns das anschauen im Tageschart, äh, dann sehen wir, wir haben hier unten um 14.800 bis 15.000 Punkte, haben wir hier ein großes Unterstützungslevel. Da sind immer wieder hier Käufer reingekommen. Na, jetzt haben wir hier wieder äh, vor ein paar Tagen genau an diesem Level mehr oder weniger gedreht. Bei knapp 15.000 Punkten sind wir hängen geblieben, haben dann hier gedreht. Und dann ist das, was ich hier gemacht habe, äh, heute im äh, Intraday. Chart, da können wir nochmal hier auf den 15-Minuten-Chart gehen. Ja, Im Intraday äh, haben wir gesehen, wir haben ein Gap nach oben bekommen in der Eröffnung, sind dann hier runtergelaufen, haben das Gap geschlossen und haben uns dann ab 9 Uhr hier deutlich nach oben wegbewegt. Und diesen Ausbruch über das äh, 8-Uhr-Hoch, den habe ich hier getradet auf der Long-Seite. Und ähm, schaue jetzt mal, wie weit der, der Kurs hier läuft. Aber im Prinzip können wir hier das Gleiche machen. Wir können jetzt hier einen Stop reinlegen. Ja, knapp über Einstieg. Und damit ist die Position ganz einfach abgesichert. Ja. Ähm, das, was ich hier verwende, das ist etwas, das bekommt ihr nur in der, in der Pro-Version. Nämlich diese ähm, Volumenanzeigen hier. Das ist dieser Indikator. So heißt der bei Trading TradingView. VPSV HD Up Down. Das ist also das Volume Profile von dieser Handelssession. Das ist immer genau das Volume Profile von dem Tag, vom Handelstag. Und dieses Volume Profile, das kommt eben von der Future-Börse. Da sehen wir also genau, wie viel äh, Volumen ist auf den einzelnen Kursniveaus umgesetzt worden. Und das ist etwas, womit man hier wirklich sehr, sehr gut arbeiten kann, ähm, weil wir eben sehen, schön, ja, dieses, die ganze äh, Seitwärtsphase, die jetzt hier gelaufen ist, da werden natürlich immer wieder Umsätze getätigt, genau wie hier in dieser Seitwärtsphase werden immer wieder Umsätze getätigt. Und dann ist es für uns relativ leicht zu erkennen, ja, über einen Tag, wo denn die größeren Unterstützungs- und Widerstandslevel sind. Und da stehen wir jetzt eben genau an so einem Widerstandslevel. Hier unten haben wir noch ein Unterstützungslevel. Das liegt so bei 14.560. Ja, und hier unten drunter, hier ist nicht mehr viel. Da ist auch nicht viel gelaufen an, an Umsatz. Ja, und da sieht man also sehr schön, wie viele Kontrakte im Prinzip oder wie viel Volumen auf den einzelnen Kursen abgearbeitet worden ist. Und das kann man eben nicht nur im Intraday-Bereich verwenden. Ich habe es jetzt hier auf dem 15-Minuten-Chart, sondern man kann das Ganze auch sehr schön, auf größere Zeitebenen, auf längere Zeitebenen verwenden. Ich gehe noch mal auf den äh, gesamten hier. Ja, und da sehen wir das jetzt sehr gut. Jetzt haben wir im Prinzip den Kursverlauf hier seit April 21. Seitdem gibt es nämlich erst den Micro-Dax-Future. Länger gibt es den noch gar nicht. Das ist also hier seit Handelsbeginn. Wenn man jetzt eine Analyse machen möchte auf dem Chart, der etwas mehr Kursverlauf hat, dann geht man einfach auf die äh, großen Indizes, geht hier auf den großen DAX. Ja, der läuft ja schon viele, viele Jahre. Na, und da sehen wir dann also hier auch den äh, quasi den historischen Kursverlauf äh, vom großen DAX. Ja, und können uns aber ganz einfach über diese äh, level die wir hier drin haben, und das ist jetzt ein anderer Indikator, der, der hier drin ist, das ist dieser VPVR, Number of Rows. Ja, so heißt der. VPVR ist der Indikator. Number of Rows. Ich habe 70 fürs Up Volumen und 70 fürs Down Volumen. Und der Unterschied zu dem, was wir gerade gesehen haben, also es gibt diese zwei Hauptindikatoren, mit denen ich arbeite. Das eine ist der VPSV. Ähm, das ist also das Volume Profile der Session, der Handelssession. Ja, und da sehen wir ja auch, dass hier für jeden Tag im Prinzip ein neues äh, Volume-Profile anfängt. Und das, womit ich in der größeren Zeitebene arbeite, auf Tag- und Wochenbasis, das ist dieser VPVR. So, und ähm, der macht eben folgendes, der nimmt den gesamten Kursverlauf, der auf dem Chart ist, und zeigt uns das Volumen an für diesen Kursverlauf auf dem Chart. Das heißt, wenn wir jetzt hier reinscrollen, dann fallen diese Balken hier unten, die fallen dann weg. Wenn ich also hier rein scrolle, ja, dann sehen wir das. Na, das ist eingestellt auf 70, deswegen haben wir hier immer 70 Linien. Und ähm, wir sehen hier also sehr genau eingeteilt, in welchen Kursleveln wie viel abgearbeitet worden ist. So, und das kann man sehr schön verwenden, eben. Als Unterstützungs- und Widerstandsbereich. Also zum einen, äh, um zu gucken, bis wohin könnte ein Kurs laufen, äh, ohne dass er jetzt viel Widerstand kriegt. Und zum anderen könnte man auch schauen, wenn man jetzt eine, nehmen wir mal an, man hätte jetzt hier eine Short-Position, würde ich sagen, man müsste hier Platz lassen für ein Retracement vielleicht bis in diesen Bereich 15.620 Punkte. Und wenn wir dann hier über dieses hochgehen, über die 15.739. Dann sollte man auch aus der Short-Position raus sein. Ich habe ja jetzt hier eine Long-Position und das bedeutet für mich, mein Kursziel liegt hier ungefähr im Bereich 5,620, weil ich weiß, da ist dieser sogenannte Point of Control, ja, da ist das größte Volumen abgearbeitet worden. Hier unten war auch viel Volumen, 15,560 ja, und jetzt ist eben dieser Bereich zwischen 15,560 und 15,620, das ist quasi mein Zielbereich hier für den für den DAX für den Long Trade ähm, und das ist jetzt wichtig diesen Volume Profile Indikator den gibt es eben nur ab der Pro-Version aufwärts. Das heißt, der ist in dieser Basisversion nicht enthalten. Ja, und da sehen wir jetzt schon den Vorteil, wenn wir das äh, jetzt hier über Tickmill machen, dann habt ihr im Prinzip diesen Indikator auch bis Ende Juni äh, kostenlos. Ja, könnt damit arbeiten, könnt das alles ausprobieren und ähm, müsst erst danach entscheiden, ob ihr dafür bezahlen wollt und das weiter behalten wollt ähm, oder ob euch das nichts bringt. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn, Sie, ähm, ähm, wenn man sich hier einmal eingearbeitet hat, dann ist das eine Plattform, die man nicht mehr missen möchte. Ja, also wir sehen, dass man kann hier mit verschiedensten Indikatoren arbeiten. Auch da haben wir eine Beschränkung in der Basisversion. In der Basisversion ist es so, dass hier nur drei Indikatoren parallel verwendet werden können, glaube ich. Ähm, in der Pro-Version sind das deutlich mehr, die man verwenden kann. Und man kann eben in der Pro-Version auch mehrere Kurslisten anlegen. Also ich habe hier zum Beispiel ähm, auch, also, ich habe hier ganz viele verschiedene Watchlisten, ja. Wenn wir hier mal gucken, da sind unheimlich viele verschiedene Watchlisten, die ich benutze. Und da kann man natürlich immer sich sehr leichten Überblick über alles verschaffen, was am Markt so los ist. und ich zeige es vielleicht mal ganz kurz. Wir können das eben nicht nur mit Futures machen, sondern wir können das Ganze hier eben auch mit Aktien umsetzen. Ja, das ist jetzt hier zum Beispiel. Die Aktie von Coinbase. Und da sehen wir genau, ja, diese ganzen Tiefs, die hier am Markt sind, dieses Widerstandslevel, was hier drin ist. Das ist hier nicht umsonst, sondern da ist auch tatsächlich das meiste Volumen abgehandelt worden. Das heißt, dieser Point of Control für die Phase, die wir uns jetzt hier anschauen, seit äh, April 2021, ist das meiste Volumen abgehandelt worden bei ungefähr 228 Dollar. Das wäre jetzt so ein Zielbereich. Ne? Wenn man so einen kleinen Ausbruch hier handelt, wäre das ein Zielbereich, bis wohin diese Korrektur laufen könnte, diese Bounce laufen könnte. Ne? Und das können wir uns eben für alle äh, Aktien anschauen. Ja? Jetzt haben wir das hier für die Apple-Aktie, äh, für PayPal. Also wir können uns hier wirklich alles anschauen, wa was, es, äh, was wir uns vorstellen können. Und eben auch, wie gesagt, hier in allen Zeitebenen. Und das ist schon wirklich toll, dass wir hier für die Sessions. Auch immer dieses Session-Volumen bekommen. Das ist für kurzfristige Trader äh, unbezahlbar. Und ähm, für Swing-Trader sehen wir das auch: kriegen wir das Ganze hier aus dem Wochenchart, aus dem Tageschart. Also mit diesen Indikatoren, die wir hier drin haben, kann man ganz, ganz hervorragend arbeiten. Ähm, so Standardindikatoren wie RSI und Stochastik, die sind da natürlich äh, hinterlegt. ja Die sind da immer drin, wenn ich hier mal auf den Bereich Indikatoren gehe und man geht hier mal auf technische Analyse, na, dann sieht man, was hier alles drin ist. Na, das sind also massig Indikatoren, die man hier verwenden kann. Und dadurch, dass das Ganze hier eine Community ist und sehr viele sehr gute Trader in Amerika auch mit TradingView arbeiten, haben wir hier einen ganz wichtigen Punkt, der nennt sich Community Script. Und über diese Community Scripts, da können wir sehen, was wir hier an, an Indikatoren haben, die von Nutzern programmiert worden sind. Und da kriegt man wirklich abgefahrene Sachen. Ja, hier ein Head-and-Shoulders Indikator und sowas. Weekly Volume, Heatmap, Commitments of Traders haben wir hier drin. Und dann sehen wir eben wirklich alles, was, was hier drin ist, ja. Hier kann man schauen, wie viele äh, Likes diese Indikatoren haben. Das heißt normalerweise, wie viele äh, Trader die auch nutzen. Und da findet man unheimlich viel. Also wer da ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, probierfreudig ist, der kann sich hier auch sehr viel verschiedene Sachen anschauen. Also massig Indikatoren, die wir verwenden können. Und ähm, man kann sich eben die, den Arbeitsplatz so aufbauen, wie man das gerne hätte. Ich habe jetzt hier natürlich diese, ich habe ähm, Pro Plus oder Premium heißt die Version, die ich habe. Ich habe also diese Vollversion. Ähm, und da sieht man mal hier, was man da an, an Layouts äh, hinterlegen kann. Da können wir bis zu acht Charts gleichzeitig äh, uns anschauen und kann dann eben festlegen hier über das äh, Symbol ob man überall das gleiche Symbol drauf haben will, das heißt, wenn ich hier jetzt noch mal auf die äh, Tickmel-Liste gehe, ja, ähm, wenn ich jetzt hier auf den äh, Nasdaq 100 gehe, dann ist der überall in allen äh, Charts ist dieser äh, der Nasdaq dann hier drin. Ich gehe mal auf den Futures-Bereich noch mal. Und so, ja, da haben wir es hier überall den äh, den nasdaq drauf ich kann das ganze aber auch so einstellen dass ich vier oder sechs oder acht verschiedene märkte mir anschauen kann das heißt ich kann auch ein template hinterlegen wo dann hier der s&p läuft hier läuft der nasdaq hier läuft der russell und da unten läuft der dax ja ist alles möglich ähm, hier können wir jetzt gerade mal schauen sell limit äh, ist noch nicht ausgeführt müssen wir mal schauen ob wir gleich die bounce hier noch machen ansonsten lege ich hier einfach schon mal einen stop für eine position hier rein und äh, nehme diesen hier mal raus und dann habe ich jetzt zumindest den einen kontrakt hier schon mal abgesichert der geht jetzt entweder hier oben raus oder hier unten und für den zweiten kann man dann immer noch den, den uh, stop anpassen ja Okay. So, also ich denke, ihr habt gesehen, das ist eine sehr einfache, sehr übersichtliche Plattform, die wirklich gut zu bedienen ist, die auch extrem schnell ist und die hat natürlich auch den großen Vorteil, die funktioniert von überall gleich. Da spielt es also keine Rolle, ob ihr zu Hause an eurem Rechner sitzt oder ob ihr vielleicht unterwegs seid und habt ein Notebook mit oder macht das Ganze vielleicht über ein Tablet. In dem Moment, wo ihr euch in eurer Plattform einloggt, sieht die überall immer wieder gleich aus, weil das Ganze eben webbasiert ist. Ja, das liegt bei TradingView hier auf den Servern und eure ganzen Einstellungen, die ihr hier getätigt habt, die liegen eben entsprechend auch bei TradingView und sind nicht bei euch auf dem Rechner hinterlegt. Und das kann ein riesiger Vorteil sein, gerade wenn man, wenn man viel unterwegs ist. Ja, so, jetzt haben wir hier ganz knapp unser Limit verpasst. Ziehen wir hier den Stopp noch mal ein Stückchen hinterher. Und so. Ja, und dann kann man hier natürlich auch die Zeitebene noch wechseln. Wenn wir sagen, wir kommen jetzt hier doch sehr dicht ans Ziel, dann gehen wir hier einfach mal auf den Minutenchart. Ja, und können uns das Ganze hier noch auf dem Minutenchart anschauen. Also die Zeitebenen, die ihr hier einstellen könnt, die sind eben auch äh, ja, sehr, äh, sehr vielfältig. Ja, Im Prinzip könnt ihr hier alles machen, wie bei, bei jeder anderen Plattform auch. Nur, wie ich finde, äh, zum Teil noch etwas äh, schöner, etwas einfacher. Ähm, also ich kann das absolut nur empfehlen mit 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 TradingView zu arbeiten. Jetzt warten wir noch kurz, glaube ich, bis die Position hier raus ist. Ähm okay. Was haben wir hier noch? Strategie testen. Ja, man kann hier auch äh, Strategien testen. Hier unten gibt es einen Strategietester, da kann man äh, Strategien reinprogrammieren relativ einfach und kann die dann quasi im Backtest sich anschauen, wie die gelaufen wären, wenn man seine Signale hier kriegt. Ähm, also das ist äh, hier alles möglich. Okay. Ja, tut sich jetzt hier ein bisschen schwer, der Markt. Aber das kommt auch nicht von ungefähr, sondern wir haben uns das ja hier angeschaut. Ja, das sind ja im Prinzip hier die Bereiche ja, von diesem letzten Tief, von diesem letzten Hoch. Das ist also recht normal, dass wir hier nicht mit einem Zug durchkommen, sondern dass wir hier ein bisschen länger brauchen. Das sind eben diese sogenannten Widerstandslevel. Und von daher ist das nicht, nicht weiter ungewöhnlich, was wir hier im Moment sehen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier jetzt gestoppt werden. Na, der will nicht so richtig. Na gut, das ist am Ende auch egal. Äh, spielt ja hier keine große Rolle. Ich würde sagen, das war im Prinzip das, was ich äh, hier für heute zeigen wollte. Und ähm, damit gehen wir hier nochmal. Auf die Gesamtansicht, äh, das war mein kleiner Ausflug hier in die, in die TradingView-Plattform. Ähm, eine Stunde ist natürlich immer nicht besonders lang, von daher sind sicherlich noch einige Sachen offen. Falls noch Fragen sind, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, ähm, dass äh, wir das Ganze hier nochmal äh, so ja, dass ihr mir eine, eine Mail äh, schickt an. Die Info at daytradingcoach.de, falls also Fragen sind zur TradingView-Plattform oder ihr irgendwas noch wissen müsst, Fragen zu Tickmill, die könnt ihr natürlich auch direkt an Tickmill schicken. Da ist die Tamara ja auch immer für euch da und beantwortet da eure Fragen. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das ein bisschen weitergebracht hat. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen vielleicht jetzt dazu gekriegt habe, auch mal sich die Futures oder die Micro futures anzuschauen. Und ähm, ja, würde sagen... Von meiner Seite vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal. Morgen um 14 Uhr haben wir ja auch wieder unser Futures and Options-Webinar. Wer da noch nicht angemeldet ist, gerne da noch anmelden. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch erfolgreiche Trades und sage bis zum nächsten Mal. Bye bye.